Easy von Tintenwelten und ich habe heute eine neue Rezension für euch. Und zwar geht es nämlich heute um folgendes Rezensionsexemplar von Nicola Skinner, Agatha Merkwürdens Racheblumen. Das Cover ist einfach wunderschön. Das Buch hat 334 Seiten und ich habe dem 4,5 Sterne gegeben, weil es einfach super schön und total fantasievoll war und dabei irgendwie noch so eine tolle Botschaft irgendwie verbreitet. In dem Buch hier geht es um Melissa. Sie ist 12 Jahre alt und sie lebt in einer Stadt, die betongrau ist, die total ordentlich ist, die voller Regeln ist und irgendwie so, ja, ich weiß nicht, so trostlos. Wie ich schon gesagt habe, es gibt für alles Regeln und Melissa kann eben nichts besser, als diese Regeln zu befolgen. Sie trägt sogar den Titel Folgsamstes Kind der Schule und ist Schulsprecherin und sie ist mega stolz darauf. Am Anfang des Schuljahres beginnt ein Wettbewerb, wer am Ende des Schuljahres dann letztendlich die meisten Gehorsamkeitspunkte einheimsen kann. Und der Gewinner erhält eine Reise für die gesamte Familie. Und das ist etwas, was Melissa unbedingt gewinnen will, alleine eben, weil sie mega stolz ist auf ihre ganzen Urkunden und Auszeichnungen. Und auf der anderen Seite, weil ihre Mutter halt irgendwie immer total traurig ist und nicht besonders glücklich wirkt. Und sie meint halt eben, dass ihre Mutter das besonders verdient hätte und eine Auszeit sehr gut gebrauchen könnte. Doch dann findet sie unter den Platten der Terrasse ein mysteriöses Päckchen mit Blumensamen. Und plötzlich hört sie Stimmen und verspürt den unbändigen Drang, diese Samen eben auszusehen. Und damit nimmt sozusagen das Unglück seinen Lauf. Denn plötzlich geht einfach alles schief. Was es mit diesen Samen letztendlich auf sich hat, muss man natürlich selber lesen. Aber ich finde einfach, das ist eine total neue Idee irgendwie und total fantasievoll und schön irgendwie. Und dabei spricht das Buch halt eben noch wichtige Themen an, wie zum Beispiel auch die Umwelt. Weil ich ja gerade eben auch gesagt habe, die Stadt ist total betongrau und trist und nicht schön irgendwie darin zu wohnen, weil einfach alles zu betoniert ist. Es gibt einfach nirgendwo grüne Flächen, außer einen kleinen Flecken Rasen noch auf dem Schulgelände und der soll jetzt auch zu betoniert werden. Dort soll nämlich eine Prüfungshalle entstehen. Und ihre beste Freundin, die möchte eine Petition eben gegen diese Baumaßnahmen starten, steht damit irgendwie aber alleine auf weiter Flur, weil irgendwie alle Kinder wollen eben diesen Preis gewinnen und sie wollen keine sogenannten Schandflecke ihrer Akte hinzufügen, die man nämlich bekommt durch Fehlverhalten. Und die sind irgendwie alle so Mitläufer, wollen nicht irgendwie unangenehm auffallen und herausstechen aus der Masse. Doch so nach und nach bemerkt man halt eben, was es mit diesen sonderbaren Samen auf sich hat. Und Melissa erkennt halt eben, dass es Wichtigeres gibt als das Befolgen von Regeln und dem Folgen der Masse. Dass es eben zum Beispiel auch Freiheit, sowohl jetzt körperlich als auch eben besonders geistig, also gedankenmäßig und auch Meinungsfreiheit eben wichtig sind. Das ist aber in unserer Welt jetzt heute, wo es halt für alles irgendwie Regeln gibt, wo es Normen gibt, wo es bestimmte Erwartungshaltungen gibt, dass es da eben schwierig ist, manchmal man selber zu sein und zu sich selber zu stehen, zu seinen Träumen und Wünschen und dass es eben schwer ist, aus diesem tristen Alltag manchmal auszubrechen. Das ist eben für mich eine der Botschaften dieses Buches. Eine weitere ist halt eben, dass man auf die Umwelt Acht geben soll, dass man auf die Natur Acht geben soll. Heutzutage gibt es so viele Dinge, die schlecht für die Umwelt sind. Die Städte werden immer größer, immer mehr wird zubetoniert, die Natur wird vertrieben, Tiere, Pflanzenarten werden vertrieben oder gar ausgerottet, Flüsse werden vergiftet, die Luft wird verschmutzt. Und das alles im Prinzip für Profit. Dabei ist ja eben die Umwelt, ist unser Lebensraum, in dem wir leben, den wir auch brauchen zum Leben. Und ich finde auch, das ist hier eine Botschaft, dass es eben wichtig ist, auf die Umwelt, auf die Natur, auf Nachhaltigkeit eben zu achten. Es wird auch einmal kurz das Thema Selbstversorger so ein bisschen angerissen und es wird auch ein wenig das Thema Akzeptanz und Toleranz angerissen, dass Dinge, die fremd sind, Dinge, von denen man nicht weiß, wo sie herkommen, wie sie entstanden sind und was sie für Auswirkungen haben, dass die halt eben auf Angst und auf Ablehnung treffen, dass es eben zur Ausgrenzung führt und zum Außenseitertum. Und auch das ist eben wichtig und auch gerade heute ja auch ein aktuelles Thema irgendwie. Ihr seht schon, irgendwie ist es zwar ein Kinderbuch,
ab 10 Jahren steht hinten drauf, aber es beinhaltet eben total wichtige Themen. Und ich finde das halt eben auch wichtig, dass Kinder da auch mal was drüber lesen, dass sie für bestimmte Dinge eben vielleicht schon sensibilisiert werden, auch wenn es nur so auf so eine spielerische Art und Weise so ein bisschen ist, dass sie da vielleicht schon mal ein bisschen drüber nachdenken. Und wie gesagt, hier die Idee und Umsetzung ist irgendwie total toll, finde ich. Wie gesagt, mal was ganz Neues und einfach irgendwie, ja, irgendwie schön. Also mir hat es auf jeden Fall sehr gut gefallen, von der ersten bis zur letzten Seite. Dementsprechend ist das Buch auf jeden Fall eine klare Leseempfehlung, nicht nur für Kinder oder Jugendliche. Ich finde, auch in unserem Alter kann man das sehr gut lesen und es ist einfach irgendwie so richtig, richtig schön. Ich hoffe, ich konnte euch Lust machen auf das Buch. Das würde mich sehr freuen, wenn ihr mir mal eure Meinung zum Buch in die Kommentare schreibt, falls ihr das schon gelesen habt. Und ansonsten danke ich euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!